Hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Photoshop-Tutorial. Diesem möchte ich euch zeigen, wie man so ein Halbtonbild auf einen farbigen Hintergrund platziert. Wir fangen wieder an mit unserem farbigen Ausgangsbild. Die Schritte am Anfang sind eigentlich die gleichen wie im letzten Video. Wir dunkeln uns das Bild ein bisschen ab. Das müsst ihr vielleicht nicht tun, je nachdem wie hell euer Bild ist. Aber meins muss ich ein bisschen dunkler machen. Und dann helle ich die Schatten etwas auf über Tiefen und Lichter. Hier wähle ich wieder einen Wert von 75%. Und jetzt dupliziere ich mir diese Ebene wieder. Und stelle sie auf den Ebenenverrechnungsmodus weiches Licht. Dann erstelle ich mir wieder eine Einstellungsebene vom Typ Kanalmixer, setze diese auf Monochrom und wähle bei den Quellkanälen als Werte 50% für Rot, 20% für Grün und 30% für Blau. Jetzt erzeuge ich mir wieder eine Ebenenkopie mit Steuerung Alt, Shift und E und setze diese Ebenenkopie auf den Modus Weiches Licht. Und gleich im Anschluss erstelle ich wieder eine Ebenenkopie mit Steuerung Alt, Shift und E. Darüber stelle ich mir jetzt eine neue Ebene und diese färbe ich mit der Farbe ein, die später meinen Hintergrund darstellen soll, oder ich lege mein Foto drüber, was mein Hintergrund sein soll, und schiebe sie unter meine oberste Bildebene. Und die Bildebene setze ich jetzt einfach auf den Modus Multiplizieren und fertig sind wir. Jetzt kann ich alle Ebenen wieder auf die Hintergrundebene reduzieren und mein Bild abspeichern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.